paar Banelinge. Können wir gut gebrauchen. Fuck you! Warfield hat eine weitere Rakete auf unsere Truppen abgefeuert. Kleiner Bastard. Verschwinde von Char. Wenn du bleibst, werde ich deine Streitkräfte bis auf den letzten Mann abschlachten. Raus, Mac. Panzer weg. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir Scheusale für dich. Wir oh hier. Oh. Jetzt sieht euch das mal, sieh sich das mal eine an. So, und da kommen auch wieder die Zerklinge, die wir gerade verloren haben. Das ist halt super geil. Weil es wirklich ressourcenschonend ist. Perfekt. So, jetzt hatten wir hier unten doch. Lasst uns das hinter uns dieses bringen. Eine Forschungs. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja, sie wissen, wie sie das verteidigen müssen, wollen, wie auch immer. Wow. Attacke. Verdammt! Das werden Sie bereuen, Kerrigan! Nichts stellt das erste haben wir zerstört. Ziehen wir uns hierhin zurück. Da kommen wieder ein paar Zerklinge dazu. Jetzt wird es als nächstes wichtig, die Basis hier oben noch zu zerstören. Vor allem, weil wir die ja blöderweise zum größten Teil stehen lassen haben. Da waren einige Truppen. Ich höre. Die Terraner haben eine Rakete gestartet. Zurück. 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 Nicht reinlaufen. Diese gelegentlichen Nuklearraketen, ich hasse sie. Wo? Oh. Noch eine Rakete. Wie hartnäckig. Hartnäckig auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. So, noch ein paar Overlords. Hier haben wir jetzt alles erforscht. Unten, ernsthaft. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich hasse euch. Ihr kleinen Penner. Was jetzt? So, da ist ein. Eine Raumjäger. Wer hat dich gefragt? Der Schwarm ist hungrig. So, was machen wir denn hier mal Schönes? Ich denke mal, wir werden noch ein paar Scheusale auch dazu. Du hast meine Aufmerksamkeit. Und noch ein paar Banelinge dazu. Speichern und den nächsten Angriff einleiten. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit zu überrennen? Dann tut es. Los jetzt. Es gehört mir. Meine Aufmerksamkeit. Weiter vor uns. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nuklearer Abschuss. Oh. An einer ganz blöden Stelle, weg da. Nuklearrakete gestartet. Verschwindet aus dem Bereich. Ich versuch's. Wer hat dich gefragt? Noch eine Rakete. Wie hartnäckig. Das kannst du wohl laut sagen. So, wir brauchen jetzt auch eine Drohne. Denn ich will hier auch eine Base bauen. Ja. Diese Mineralien sind sehr ergiebig. Sagara, schicke ein paar Drohnen hierher. Tor zerstört. Der Schwarm schläft nie. So, wir bauen diese Zerklinge. Hier sind auch noch wieder welche.
Oder werden auch gerade wieder welche wiederbelebt. Sehr gut. Und noch mehr davon. Banelinge. Oh, sie hat uns direkt Drohnen geschickt, oder was? Sehr klug. Die Mineralien brauchen wir auch in jedem Fall. Scheusale noch dazu. Ihr merkt, die sind super stark, super tanky. Das hilft uns aber... hilft uns sehr. So, Banelinge haben jetzt hier mit ihrer Fähigkeit auch eine bessere Daseinsberechtigung. Dadurch, dass sie auch die Scheusale heilen. Das ist halt jetzt so gut mit dazu. So, und jetzt werden wir weitermachen hier. Los jetzt. Haben eine ziemlich große Truppe mittlerweile angehäuft. Der Schwarm schläft nie. Und weiter vor. Nee, der nächste Machtpunkt. Ich habe die Forschungseinrichtungen ausgeschaltet. Das wird Wowfields Experimenten ein Ende setzen. Ich hoffe, dass sie gut mit diesen Viechern auskommen. Denn sie werden sie in der Hölle wiedersehen. Wow. Du hättest Charm mir überlassen sollen, Wowfield. So, Wowfield. Als nächstes wird dein Gefechtsstand zerstört. Und ich will mir nicht ausmalen, was da mit dir passiert. Raus damit. Natürlich genau dahin. Räumt das Gebiet. Eine weitere Rakete ist im Anflug. Das ist blöd für die Banelinge. Weg da, 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 weg da. Sie haben sogar überlebt, alle. Hiervon würde ich gerne nochmal drei rüberziehen, und zwar hier oben hin. So. Ja. Du hast meine Aufmerksamkeit. Sammeln wir unsere ganze Armee. Ich höre. Ich mach noch ein paar Banelinge. Jetzt kriegen wir nochmal 20 dazu. Die schicken wir hier hin. Und jetzt greifen wir an. Was jetzt? Ja, das ist der richtige Moment, um anzugreifen. Da können wir gleichzeitig seine Angriffswelle mit abwehren. Mädchen, wir haben dich gerettet. Wie konntest du das alles wieder wegwerfen? Wegwerfen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Scheusale, alle zurück. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was jetzt? Kommt alle mit zurück. Raus damit. Der Warhound oder der Kriegshund hier ist halt auch besonders gut gegen gepanzerte Einheiten. Das ist auch seine Profession. So, wir müssten auch einige Raptorlinge wieder zurückkriegen. Der Schwarm ist schon heftig, was für einen Schaden wir angerichtet haben. Ja, es ist sehr heftig. So, einmal damit hoch. Da werden auch gerade einige Zerg wiederbelebt, einige Zerglinge. Wer hat dich? Die Terraner haben noch eine Nuklearrakete gestartet. Verschwindet aus dem Bereich. Keine Sorge. Wir weichen aus. Du hast meine Aufmerksamkeit. Und wir weichen wieder aus. Noch eine Rakete. Wie hartnäckig. Wowfield hat hier natürlich auch nochmal eine sehr, sehr starke Stellung. Aber wir werden ihn einfach in Banelings, in Berstlingen ertränken. Der wird überhaupt nichts mehr sehen vor lauter Berstlingen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aha. Vikings jetzt zerstören. Sehr gut. Alle hoch. Was jetzt? Und dann bin ich mal gespannt, was er dagegen unternehmen will. Diese Welt gehört mir.
Ich glaube, es dürfte recht chancenlos sein. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ghost Teams, Bravo und Delta, Feuer eröffnen! Los. Rein da und einfach ertränken in Schmerz. Entsendet IBFs! Repariert die Ich brauche kein Xel-Naga-Artefakt, um mit ihnen fertig zu werden. Räumt das Gebiet! Eine weitere Rakete ist im Anflug. Kann er meinetwegen machen, es ist sowieso vorbei. Der Weg ist frei. Los, jagt und tötet sie alle. Aber überlasst General Warfield mir. Was wird sie mit Warfield anstellen? Lieutenant, Verwundete zum Transporter bringen. Sind fast da. Soll ich ein Team schicken, das sie abholt? Mir geht's gut, Lieutenant. Kümmern Sie sich um die Verletzten. Ich komm schon irgendwie raus. Ich habe drei Frachter mit Verletzten, die keinerlei Bedrohung für sie darstellen. Ehemänner, Väter, sie lassen diese Frachter ziehen. Verstanden? General, wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Du Miststück. Du bist kein Mensch mehr. Du hast uns alle verraten. Und wofür? Langlose Rache. Wie viele Unschuldige hast du umgebracht? Wie viele müssen noch sterben? Was, wenn Rainer dich jetzt sehen könnte? Oh, so geht General Warfield von uns. Ein ehrenhafter Mann. Der vor allem das Wohl seiner Soldaten im Sinn hatte. Neue Gattung verfügbar für Berstling. Wir haben 2 von 2 Machtpunkten und als neue Einheit das Scheusal. Oder die Scheusale. Kerrigan hat sich jedoch für das Richtige entschieden am Ende. Aber das ist, es ist wahr, sie ist immer noch kaltblütig. Wobei sich das natürlich vor allem auf die Liga und Mengs gerichtet. Aber wieder dieser Schmerz durch die Erwähnung von Rainer. Es gibt kein Zurück mehr. Ich verstehe nicht. Die Terraner werden mir das, was ich hier tue, niemals verzeihen. Selbst wenn meine Rückverwandlung ihre Angst vor mir gelindert hat. Nun, ich habe ihnen neue Gründe gegeben, mich zu fürchten. Aber ich werde nicht darauf warten, dass sie zu mir kommen. Ich werde zuerst zuschlagen. Oh ja, das werden wir. Unser Leviathan ist in der Lage, uns auf deinen Befehl hin zu einem anderen Planeten zu bringen. Ja, wir hatten da ja noch einen anderen und den werden wir dann als nächstes mal angehen. Die Festung von Warfield liegt in Trümmern. Reden wir mit unseren Verbündeten. Char gehört wieder uns. Unsere Feinde tun gut daran, uns zu fürchten. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind zahllos, wir sind unnachgiebig und wir entwickeln uns stetig weiter. Außerdem sind wir hier auf Char fertig
Ich lege unser nächstes Ziel bald fest. Da gab es noch den Planeten Kaldir. Ich bin so mächtig. Ich fühle mich, als könnte ich dir jetzt gefährlich werden. Hör mir gut zu, Zagara. Irgendwann führst vielleicht du den Schwarm. Wenn du glaubst, die Zeit dafür sei reif, versuche es nur. Aber unser nächster Kampf geht auf Leben und Tod. Alles oder nichts. Ich werde dir dienen und von dir lernen. Und vielleicht werde ich eines Tages den Schwarm führen. Aber nicht heute. Und was habe ich dir beigebracht? Weitsicht, meine Königin. Du hast mich Weitsicht gelehrt. Der Schwarm ist mächtig. Aber Macht allein genügt nicht, um ihn anzuführen. Ich habe Warfield nicht durch Masse oder Stärke geschlagen. Ich habe das große Ganze gesehen. Er nicht. Ich werde es mir merken, meine Königin. Oder einfach, wir hatten viel mehr Banelinge als er. So klar, dass er stirbt. So, gucken wir uns mal bei Kerrigan an, was dazugekommen ist. Wir sind ja jetzt aktuelle Stufe 13. Wir haben 2 Schaden dazu gekriegt. Sehr gut. Jetzt machen wir 25. Bei den Sachen würde ich hier tatsächlich bleiben. Ich finde die Zergling-Wiedergeburt halt cool. Weil es uns, wie gesagt, Ressourcen spart. Evolutionsgrube. Denn wir können uns ja jetzt nun die Evolutionsmission der Berstlinge anschauen. Aber erstmal reden wir mit Abatur. Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Erinnerungen unwichtig. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in dem Kokon einwickelten. Schwach und weich, Knochen gebrochen, Fleisch zerfetzt, dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist. Sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Abatur scheint ja irgendwie der einzige seiner Art zu sein. Ich habe so einen Zerg noch nie gesehen. Und der ist ja offensichtlich wirklich sehr wichtig. Und er hat die Königin der Klingen damals erschaffen. Wahnsinn. Evolutionsmission der Berstlinge. Berstling-Gattung bereit für Anpassung. Kreatur mit mächtiger Essenz entdeckt. Gute Anpassung für Berstling. Kreatur besiegen. Essenz assimilieren. Neue Gattung erschaffen. Wir haben einmal den Splitterling und den Jägerling. Und ich werde da jetzt nicht rübergehen, damit ihr noch nicht gespoilert werdet. Wir werden das jetzt erst in der Mission sehen. Na, wieder dieses nette Wallpaper. Hätte ich gern als Bild an der Wand hängen. Ja, Berstlinge sind schon eine coole Einheit. Man merkt das eigentlich in jeder Mission, wie wahnsinnig wichtig die sind. Weil sie einfach alles hinwegfetzen. Und der Gegner halt nicht viel dagegen tun kann. Was will er auch dagegen tun? Ich meine, er müsste alle Berstlinge vorher zerstören und das wird schwierig. So. Planet Nelyt. Einzigartige Lebensform auf Oberfläche. Mythos Garabeus. Organismus hat eleganten Überlebensmechanismus entwickelt. Dezentralisiertes Nervensystem. Bei Tod werden Überreste zu 2 geringeren Kreaturen. Ich will, dass die Essenz der Mythos-Karabäen assimiliert wird, bevor die Protoss von unserer Anwesenheit erfahren. Splitterling, deswegen also der Name. Sammeln Sie die Mythos-Karabäus. Essenz. Ich brauche zusätzliche Essenz. Alpha-Mythos-Karabäus nahe. Hier vorne. Oh, das ist ein großer. 200. Wobei, das hatte der eben, glaube ich, auch. Oder? Wow. Heftig. Verwebesequenz im Berstlingstrang. Angepasste Berstlinge kampfbereit. Exzellent.
stellen wir dem Protoss doch mal unsere neuen Freunde vor. Wow. Also nach den Explosionen noch mehr Explosionen. Geil. Vernichten Sie die Kolosse. Los geht's. Nichts wird uns aufhalten können. Gattung Schmetterling teilt sich bei Explosionen in zwei kleinere Einheiten. Tritt nur einmal ein. Da sehen wir sie. Die Berstling-Ableger. Jetzt Berstlinge. Kommt, meine Freunde, weiter geht's. Es sind unendlich viele. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir sind schon ziemlich viele. Weitere Berstlinge treffen jetzt ein. Und der Angriff auf den letzten Koloss. Die Protoss sind vernichtet. Bereite dein nächstes Experiment vor, Abatur. Okay, das war jetzt interessant zu sehen, dass die viel weniger Schaden machen bei Explosionen. Skoria. Vulkanische Ressourcen. Feindliches Terrain. Tausende Berstlinge. Der Lava ausgesetzt. Extreme Bedingungen beeinflussen Entwicklung. Im Laufe vieler Zyklen tritt Anpassung ein. Neue Gattung entsteht. Kann Klippen hinaufspringen, um Lava zu vermeiden. Genau wie der Raptor. Sehr nützlich. Angepasste Exemplare auf Oberfläche verstreut. Muss einsammeln. Dann müssen wir sie erstmal finden. Ah, da sind sie ja, die Splitterlinge. Überlebende hier müssen eingesammelt werden. Da sind auch welche. Hello. Yay. Lava steigt. Auf Anhöhen bleiben. Erinnert auch wieder sehr an die Rächer natürlich. Und wie gesagt auch an die Raptoren. Lava-Anstieg in regelmäßigen Intervallen. Anhöhen nutzen. Danke, Abatur, für diese wirklich wichtige Information. Oh. Hier draußen bewegt sich was. Was geht hier vor? Ach, die springen auch auf den Gegner. Habt ihr das gesehen? Okay, das ist natürlich mega mies, wenn die sogar auf die Gegner draufspringen. Aber wie die Raptoren halt. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, das ist auch geil. Außenposten der Liga. Extrahiert Mineralien. Ich sehe sie. Testen wir doch mal diese neuen Berstlinge. Vorderer Zugang schwer verteidigt. Berstlinge chancenlos. Die Basis ist von Klippen umgeben. Unsere Berstlinge können sie jedoch überwinden und von hinten angreifen. Na perfekt. Was wollen wir denn dann noch mehr? Was machen wir? Einmal hier hinten lang. Und dann werden wir die planetare Festung zerstören. Bevor sie überhaupt wissen, wie ihnen geschieht. Wo kommen die her? Kommandozentrale der Liga zerstört. Experiment erfolgreich. Boom. Ja, sehr, sehr nice. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, und wir müssen uns jetzt hier wieder entscheiden. Wir haben einmal den Splitterling gesehen. Zersplittert bei seinem Tod in zwei Berstling-Ableger. Berstling-Ableger verursachen weniger Schaden. Dezentralisiertes Nervensystem der Splitterling-Gattung erhöht Effizienz in Belagerungskämpfen. Bei Explosionen entstehen zwei kleinere Berstlinge aus Überresten. Führen den Angriff weiter fort. Zersplitterung tritt nur einmal auf. Weitere Zergling-Splitterungen
Zersplitterungen resultieren in giftigen Flüssigkeiten mit eingeschränktem Bewusstsein. Wow. Oder der Jägerling. Springt über Hindernisse und aus einer großen Entfernung auf Ziele. Kann Klippen hinauf und herunter springen. Gattung Jägerling, strategisch nützlich. Extreme Bedingungen genutzt, um Evolution zu leiten. Jägerling kann sich Klippen hinauf befördern, Gegner überraschen. Kann über Schwarmstreitkräfte springen. Gegner bombardieren, Berstlinge. Berstlinge nicht mehr hinter hungrigen Zerklingen gefangen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Jägerling nehmen werde. Oft ist es so, dass die Berstlinge irgendwo mitten in unserer Armee gefangen sind und dann um den Gegner herumgehen müssen, beziehungsweise um die anderen Einheiten, um irgendwann an den Gegner zu kommen, und vielleicht werden sie in der Zwischenzeit getötet. Und deswegen sind die Jägerlinge meiner Meinung nach wesentlich nützlicher. Neue Gattung. Wir haben nun Jägerlinge. Und die haben es drauf. Sehr gefährliche Einheit. Sehr schön. Außerdem können wir sie ja hier auch noch verändern. Wir hatten jetzt regenerative Säure. Ich würde tatsächlich jetzt mal den Flächenradius erhöhen, was ihn nochmal richtig gefährlich machen wird. Metabolismus-Schub lassen wir erstmal, das ist bei den Raptoren echt gut. Und dann würde ich sagen, werden wir jetzt reisen und diesen Ort verlassen. Das war der Lehrensucher von Ceratul. Der Lehrensucher von Ceratul. Ceratul. Geil. Ich meine, ihm ist ja mittlerweile klar, wie wichtig sie ist. Daher kommt ja überhaupt diese ganze Chose, dass wir sie wieder menschlich gemacht haben. Denn sie ist unerlässlich für ja, das Fortbestehen des Corpolo-Sektors beziehungsweise für die Vernichtung der Hybriden. Cerus also, die Geburtsstätte der Zerg. Sehr interessant. Und wir haben hier die Bestätigung bekommen, dass der Gefallene es war, der die Zerg auch überhaupt erst erschaffen hat. Davon war bisher nicht die Rede. Aber zuerst werden wir nach Kaldir gehen. Nafash, eine Brutmutter, hat einen Teil des Schwarms auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt, wo sie eine Expedition der Protoss bekämpft. Nafashs Brut enthielt viele weit entwickelte Kreaturen. Um den Schwarm wieder zu vereinen, benötigst du diese Anpassungen. Definitiv. Denn die Schabe und der Hydralisk sind sehr, sehr wichtige Rückgrate unserer Armeen. Erobern sie Nafashs Brut zurück. Die Schabe, eine Angriffseinheit, die im eingegrabenen Zustand schnell Trefferpunkte regeneriert, greift Bodenziele an. Und der Hydralisk, Fernkampfeinheit mit großer Schadenswirkung, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Und deswegen werden wir uns nach Kaldir begeben.
und hier vor allem gegen die Protoss kämpfen. Und wie es scheint, weiß Ceratul, dass wir aktuell auch noch zu schwach sind. Wir müssen uns entwickeln. Kaldir. Eine kalte Einöde. Aber was wir hier erleben werden, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.